Erzähl. Ich stehe auch alle so beim T-Shirt, weißt du doch. Daniel! Und zu dir. Also, ich bin lieb, ich sehe gut aus, ich bin perfekt. Ja, sehr aufschlussreich. Timo? Ich bin verfolgt! Hilfe! Ich bin verfolgt! Alles klar. Christoph, wie ist es mit dir? Mama, kannst du mir was helfen? Mama, bitte! Und nun, Dirk, was ist dein Charakter? Wie bist du? Also, ganz wichtig ist, ich bin Bruce. Drama. Und nun, Mareike, beschreibe dir ein bisschen dein Leben, dein Charakter und etwas über dich. Ja, ich bin offen für alles, das sagt nicht mal hier alles. Und ich bin froh, dass ich hier bin und ich bin gespannt auf die Kandidaten. Ich würde dich einladen zu Germany's Next Topmodel. Gut, sehr aufregend. An der 2 bitte. Darf ich meine Mama fragen? Nein. Was würdest du mit ihr unternehmen, wenn ihr euch das erste Mal treffen würdet? Mama? Ich würde euch beide in mein gutes Stübchen einladen. Ja, sehr interessant. Aber was anderes? Könnt ihr 3? Ich würde sie irgendwo hinbringen, wo wir ganz allein sein können. Damit will ich verfolgt werden. Gut. Auch sehr schön. Kann ja 4. Ich will mit dir auf diesen 1050 Meter hohen Berg laufen, wandern und dann die Sterne zählen. Oh mein Gott. Ja, das ist doch mal Romantik. Das ist doch mal Romantik. Und kann ja 5? Ja. Das ist eine gute Frage. Also, da müsste ich spontan überlegen. Ich würde sie erstmal mit in die Dorfdisco nehmen. Und würde sie da dann ganz spontan fragen. Bom! Ziemlich. Oh, das ist ganz klar, sie muss wachen mit dem Arm. Ich bin Kandidat Nummer 1, also bin ich auch immer als erstes dran. Kandidat 5, was ist dir eigentlich? Ja, man guckt Frauen ja immer erst in die Augen, aber bei mir sitzen dann halt die anderen Augen. Alles klar. Das riecht dich nicht. Erst ehrlich. Kandidat 4. Also ich würde sagen, du musst perfekt sein. Die Rollenverteilung wäre so, ich wäre Perfektus und die Perfekta. Kandidat 3. Ich muss mich schützen können. Ganz wichtig. Kandidat 1. Ich hab das schon gesagt, sie muss wackeln mit dem Arsch. Ah, ja. Kandidat 2. Ohne deine Mutter. Mama, der bedroht mich. Kann er Zeit bitte? Er hat was gesagt. Gut.